Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AZTV. Die beiden Braunbären Bummi und Tapsi aus dem Klötzer Tierpark gewöhnen sich nur langsam an ihre neue Heimat, dem Bärenpark Müritz. Die beiden Altmerker brauchen anscheinend noch etwas Zeit. Die Tagesform der Bären ist sehr unterschiedlich. Mal sind sie mobil, mal ziehen sie sich mehr in eine Ecke zurück. Dabei weicht die jüngere Bärin Tapsi keinen Schritt von ihrem Vater. Mehr von den beiden Tieren lesen Sie morgen in der AZ. Ein Jahr Arbeit hatte das Bauamt in die Bewerbungsmappe um den Titel Barrierefreie Kommune investiert. Aus dem gleichnamigen Förderprogramm des Landes wollte die Stadt Salzwedel Fahrstühle ins Rathaus und ins künftige Kunsthaus einbauen, das Pflaster diverser Fahrbahnen, unter anderem der Wollweberstraße ebnen und einen Kreisel am Dreiländereck bauen. Daraus wurde nichts. Salzwedel bekam vom großen Kuchen nichts ab. Die Hintergründe lesen Sie morgen. Weil vier städtische Kitas in Sachen Brandschutz für 861.500 Euro saniert werden müssen, nutzen sie das ehemalige Stadtwirtschaftsgebäude an der Osterburger Straße 83 bis 84 als Provisorium. Die Stadt Osterburg und ihre umliegenden Orte haben touristisch mehr zu bieten, als gerade so manch Einheimischer vielleicht auf den ersten Blick vermuten würde. Nur die Außendarstellung oder besser Vermarktung ist noch nicht optimal. Zu diesem Schluss kommt die Tourismus-Marketing-Gesellschaft Sachsen-Anhalt. Zum Schluss der Sendung wie immer ein Blick auf das Wetter. Auch morgen wird es in der Region ohne Regen und Windschutz kaum gehen, denn der Sommer bleibt auf Tauchstation, sagt Wettermann Zacki. Mit maximal 20 Grad und 12 Grad in der Zuschauern neigenden Nacht rutschen die Temperaturen erneut. Das war AZTV für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich auch morgen wieder.